Ja, ho, 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 Freunde des gepflegten Computerschachs. Hier eine Vergleichsliste der Schachcomputer. 2021, was man heute für Geld kaufen kann. Vergleichssieger neu, Millennium Exklusiv Lux Edition. Da hat man gleich quasi ja, das Gefühl des Mephisto Exklusiv Schachcomputers. Alle Geräte sind in diesem Kasten verschwunden. Und da drauf das Brett. Ein bisschen unschön ist hier dieses Kabel. Da hätte man vielleicht einen machen können. Es gibt ja so HDMI-Kabel, die sind nicht so gerade raus, sondern die sind so im Winkel, dass sie dann so runtergehen. Irgendwie sowas in der Art, dass das Kabel nicht ganz so sehr stört. Vielleicht kann man sowas ja nachrüsten, ich weiß es nicht. Man sieht hier unsere Bewertung sehr gut. Automatische Figurenerkennung. Keine magnetischen Figuren. Ist bei automatischer Figurenerkennung eigentlich normal. Dann sieht man die Lernprogramme. Zugrücknahme möglich. Spielstandspeicher, also die ganzen Standardsachen. 32x32 ist so Exklusivgröße. Deswegen wohl auch der Name. Jetzt Preis prüfen. Ich weiß nicht, warum der Preis da nicht steht. Man weiß es nicht. Dann sieht man den Millennium Genius. Mann. Hier sieht man den Millennium Genius Pro. Inwieweit ich den empfehlen kann, ich weiß es nicht. Man sollte sich im Klaren darüber sein, dass der Bedienungskomfort nicht der beste ist, sagen wir es mal so. Es ist ein Kunststoffgerät mit Drucksensoren. Ist jetzt keine schlechte Sache, aber ich das jetzt unbedingt empfehlen würde. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich die Wahl hätte, mein Mephisto Exklusiv hier oder diesen Genius Pro, dann würde ich meinen Mephisto Exklusiv nehmen. Also nicht den Exklusiv Genius, sondern meinen Mephisto Exklusiv 4 hier. Hier noch hier Millennium Chess Genius Pro, das ist gleich wie der. M814, was unterscheidet die denn beide? Figuren mit Filzboden. Das ist der Mann auch. Energiesparmodus. Display zeigt auch Schachuhr an. Okay. Ich dachte jetzt irgendwie, dass die jetzt einen wahnwitzigen Unterschied hätten, der oder der. Ist aber nicht gegeben. Das ist einfach nur das Gleiche. Dann hier Lexibook. Ja, den kann ich jetzt nicht so sehr empfehlen. Hier nochmal Lexibook, ich habe auch keine Ahnung, was er sein soll. Europa-Schachmeister und The King Performance kann ich schon eher empfehlen als den Europa-Schachmeister. Warenvergleich gut. Anfänger, das ist natürlich Drucksensoren, Lernprogramm, Zugrücknahme nicht möglich. Zugrücknahme nicht möglich? Okay. Eine Sprachausgabe braucht man auch nicht unbedingt. Echtholz. 14x40, die Turniergröße ist natürlich super. Einem Gerät, Netzteil inklusive. Man hätte aber auch schreiben können hier Drucksensoren. Also ich würde sogar am ehesten ihn empfehlen, aber die Preise stehen alle gar nicht da. Hier steht nur jetzt Preis prüfen. Prüfen Sie den Preis. 349 Euro für den The King Performance, sicher ein schönes Gerät. Das ist der Vorgänger wohl vom Chess Genius. Da bist du exklusiv Lexi. Ach, das war der Lexe-Gedöns. Ja, man hat da diesen Kasten da drunter. Das kann man schön alles verstauen. Hier, The King Performance. Hier nochmal der Kasten. Einzel für 129. Wie gesagt, ich finde es schade, dass man bei den Kabel nicht einen angewinkelten Kabel genommen hat. Dass er also hier so rausguckt. Das finde ich ein bisschen schade hier, muss ich ehrlich sagen. Eine weitere Seite gibt es nicht. Und dementsprechend würde ich eher empfehlen, diese King Performance, das ist der Preis, ist schon erheblich, 918 Euro, das ist nicht gerade wenig. Denn Millennium Exklusiv Genius, da gefällt mir das Erscheinungsbild des Genius-Teils hier ehrlich gesagt nicht so sehr. Das sieht aus wie, vielleicht kennt ihr das, diese Klappspiele-Konsolen aus China, die es quasi günstig gibt und dann sind da 500 Spiele drauf oder was weiß ich. So einen Eindruck macht das hier, dann finde ich schon eher das hier besser hier.
Obwohl, da ist ja preislich auch sehr viel höher. Also diese King. Kann man durchaus beide machen. Diese Geräte hier. Aber empfehlen würde ich wohl eher wegen des Preises Millennium The King Performance. Und damit bedanke ich mich und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Wünsche allen eine frohe, besinnliche Weihnacht. Es kommt nicht immer auf die Geschenke an. Ich finde, ich bin kein so ein Fan von Beschenken. Man neigt unbewusst dazu, das zu vergleichen. Mal ein ganz extremes Beispiel: Man würde quasi was verschenken für 50 Euro, kriegt aber ein Weihnachtsgeschenk für 1000 Euro. Dann kommt man sich dann doch ein bisschen blöd vor. Aber sei es wie es sei, ich bedanke mich, wünsche einen frohen Weihnachten. Ich mache ja noch Videos, also einen guten Rutsch noch nicht. Vielleicht mache ich noch einen Jahresrückblick, meinen persönlichen Jahresrückblick natürlich für 2021. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe kein bisschen Wehmut, dass das Jahr vorbei ist. Es ist halt vorbei und tschüss und auf Wiedersehen. Deswegen, ich erwarte dann eher 2022. Sonst hatte ich immer so ein bisschen Wehmut. Ja, das war doch eigentlich ein tolles Jahr. Und jetzt geht dieses Jahr wieder vorbei und dann fängt das wieder bei Null an. Und jetzt freue ich mich eher darauf, dass ich das alte Jahr vergessen kann. Corona sei Dank. Und ich bedanke mich dafür und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ho, 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 frohe Weihnachten.